magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Nationalen Tag der Dinosaurier zu feiern, hat Professor Rashid der Stadt geholfen, ein besonderes Dinosaurierrennen zu organisieren. Wow, das ist so cool. Komm, wir nehmen auch teil, Morphin. Verwandle dich in einen T-Rex. Aber halt, wir haben noch einen Teilnehmer. Der Gewinner des Rennens erhält diesen wunderschönen Preis. Sind alle bereit? 3, 2, 1, los! Lass uns auch mitmachen, Jorn. Ja. Ja. Jetzt gewinnen wir! Meine Damen und Herren, wir haben einen Gewinner! Dinosaurierklauen. Ah, nicht in meiner Stadt. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner! Wir haben nicht gewonnen, Morphin. Aber immerhin gibt es einen fairen Gewinner. Es ist ganz schön heiß heute. Ja, Morphin will Eiscreme. Das ist eine tolle Idee, Morphin. Warum holst du uns nicht Eiscreme vom Eisverkäufer dort drüben? Vergiss nicht, mir auch eins mitzubringen. Okay, Papa. Der Eisverkäufer fährt schon weg. Oh nein. Los, ihm hinterher. Morphin, verwandle dich in einen Eiscreme-Rennwagen. Thank you.
Hallo, Kinder. Wollt ihr Eiscreme kaufen? Ja, bitte. Mach, che bello. Ich habe Schokolade-Eiscreme, Vanilla, Erdbeere, Jalapeno, Beton, rohe Zwiebel, Mayonnaise, Ich nehme Vanille. Schokolade. Und rohe Zwiebel für Papa. Das mag er bestimmt. Ja. Wirklich? Das ist das erste Mal, dass ich diese Sorte verkaufe. Danke vielmals. Lass uns schnell zurück zu Papa, bevor seine Eiscreme schmilzt. Ihnen nach, Morphle. Wir haben sie abgehängt, ja. Oh. Oh nein, habt ihr nicht. Ich könnte jetzt aber wirklich mein Eis gebrauchen. Wir sind zurück, Papa. Toll. Eiscreme geschmolzen. Oh nein. Ich hatte solche Lust auf Eis. Oh nein. Wir holen neue. Wir sind gleich zurück, Papa. Hey, ciao. Wieder zurück? Noch eine rohe Zwiebel-Eiscreme, bitte. Wow. Das ist das zweite Mal, dass ich rohe Zwiebel-Eiscreme verkaufe. Zurück zu Papa, Morphle. Schnell. Ja. Heute ist der beste Tag meines Lebens. Oh, Banditen. Dieses Eis gehört nun uns. Ja, es gehört uns. Ist das mein Eis hier? Verzeihung, wir wollen wirklich lieb es wieder. Danke, Mila und Morphle. Das Eis ist gar nicht geschmolzen. Rohe Zwiebelgeschmack? Das ist das magische Haustier Graf. Es kann verändern, wie die Schwerkraft auf alle Dinge wirkt, die es selbst. Wow! Oh, kannst du meine Schwerkraft auch verändern, Graf? Super! Morphle auch, Morphle auch! Oh, das ist toll! Wow! Schön, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich habe gerade meine Meinung über so vieles geändert. Das nehmen wir mit. Mit der Kraft dieses Haustiers werden wir die Schwerkraftbanditen. Wir müssen sie aufrichten, Morphle. Oh, hallo, du Spinne. Wir müssen sie einholen. Verwandle dich in dein Känguru, Morphle. Guck mal, Jon. Was war? Halt dich fest, Barky. Oh nein. Wir müssen ihm helfen, Morphle. Verwandle dich in einen Kran. Vielen Dank. Wir werden die Banditen aufhalten, Herr Wenderbus. Warum ist die Brücke? Oh nein, die Bremsen funktionieren nicht mehr. Verwandle dich in eine Spinne, sodass du den Bus mit einem Netz aufhalten kannst. Vielen Dank, Morphle. Oh nein. Hilfe. Oh nein. Es ist Sarah. Wir müssen...
müssen ihr Haus wieder runterholen. Verwandle dich in ein Flugzeug. Jetzt bind die Bäume über dem Haus zusammen, sodass es nicht mehr in den Himmel fallen kann. Puh, vielen Dank, Mila und Morphel. Oh nein, guck mal, Stein. Wie wär's, wenn wir deine Schwerkraft wieder ändern? Jetzt müssen wir zu ihnen hochfliegen. Schnell. Oh, oh. Tut uns leid. Könnt ihr uns wieder runterholen? Graf, kannst du die Schwerkraft von allem anderen zurückändern? Bitte, komm nicht näher. Puh, jetzt kann mich die Spinne nicht mehr kriegen. Ah! Wow, ein heftiger Tag, Stein. Du hast recht, Jorn. Lass uns ins Bett gehen. Aber Stein? Ja? Unsere Betten sind auf dem Boden. Oh nein. Polizei-Officer Fries? Oh, was machen Sie denn hier so früh? Ich konnte es nicht erwarten, dich abzuholen. Los geht's! Was? Was? Wohin bringst du Mila? Ich bringe Mila ins Gefängnis. Kein Strafzettel. Ich will hier wirklich nicht allzu lange bleiben. Morphe, hilf dem Polizisten mehr! Weg! Weg, sag ich! Raus aus meinem Garten! Was machst du denn hier, Morphe? Was machst du denn? Du sehr gemein zu Vögel! Morphe, Polizeiauto, du geh in Gefängnis! Du kannst nicht Leute einfach ins Gefängnis bringen, Morphe! Oh nein! Was? Das war echt lustig. Oh Mann! Ha! Viel Müll! Oh, wie toll! Wo sind meine Reifen hin? Was? Ein Strafzettel wegen Müll? Du kannst nicht sein auf Gras! Ich darf nicht auf das Gras in einem Park? Warum sollte ich... Morphe gibt dir Strafzettel. Das ist doch unglaublich. Kinder heutzutage. Das ist toll. Einfach toll. Hm.
Ab jetzt wirst du immer dran denken. Bleib auf freiem Fuß. Hä? Muffy? Mila! Nicht im Gefängnis? Nein, ich war nie im Gefängnis. Polizeiofficer Fries hat mich rumgeführt in der Polizeistation. Oh! Aber Morphe wollte befreien Mila. Dann Morphe bringt Verbrecher in Gefängnis. Was? Oh nein. Du kannst nicht einfach so Leute verhaften, Morphe. Ich hatte viel Spaß mit unserem winzigen roten Freund. Hallo, Mila und Morphe. Ich bin so froh, dass ihr mir heute helfen wollt. Gar kein Problem. Wir mögen sehr gern streichen. Das ist toll. So, das sind die 4 Autos, die wir anmalen müssen. Und hier ist all die Farbe, die wir brauchen. Okay, kannst du das grüne Auto da drüben holen? Klar. Morphe, verwandle dich in einen Abschleppwagen. Super! Der Kunde möchte dieses Auto blau gestrichen haben. Also werden wir das tun. Wow! Du bist echt super im Bemalen, Morphe. Okay, jetzt ist das gelbe Auto dran. Es soll lila werden. Morphe sieht kein gelbes Auto. Ich auch nicht. Mechaniker Joe muss sich geirrt haben. Wo ist das Auto, Morphe? Kein gelbes Auto. Doch, Morphe, da ist ein gelbes Auto. Ihr kennt doch die Farbe Gelb, oder? Ja, na klar doch. Okay, okay, vielleicht habt ihr es nicht gesehen. Ha, gelber Abschleppwagen. Na gut, wenn er den will. Mila und Morphe, was macht ihr da? Wir malen den gelben Wagen lila an. Ja! Kommt mit, ich zeig euch, wo das gelbe Auto ist. Na, sieh mal an. Da ist echt kein gelbes Auto. Das Auto, das angemalt werden soll, ist das hier. Tut mir leid, ihr zwei. Ich war sicher, dass es gelb ist. Na gut, malen wir es lila an. Sieht super aus. Ich habe euch Limonade gemacht. Limonade! Hört ihr das? Oh, guck mal das Auto. Jetzt ist es gelb. Werde ich verrückt? Also werde ich nicht verrückt. Oh nein, die Kunden werden jede Minute hier sein. Schnell, Morphe, hol die anderen 2 Autos hierher. Chroma, kannst du uns helfen, die Autos richtig zu bemalen? So.
Super, okay. Das gelbe Auto muss lila sein. Das orangene Auto grün. Kannst du das auch machen? Oh nein, die Kunden sind fast da. Letztes Auto. Und das Auto soll gelb sein. Wow, es ist wunderschön. Ihr drei habt mir echt aus der Patsche geholfen. Danke. Lass uns Eis essen gehen, Muffin. Eiscreme, verwandle dich in einen Bus. Hallo, Mila und Morphle. Diese zwei Affen sind wieder ausgebüxt und müssen so schnell wie möglich zurück in den Zoo. Könnt ihr uns hinbringen? Natürlich. Morphle, verwandel dich in einen größeren Bus. Vielen lieben Dank, Morphle der Bus. Und ihr zwei, ihr müsst schnell zurück zu eurem Felsen. Jetzt Eis? Ja. Mila, Morphle, Sarah und ich sind spät dran fürs Basketballtraining. Kannst du uns bitte hinfahren? Bitte. Okay. Na los, Morphle. Ihr seid genau pünktlich. Dank Morphle. Danke, Morphle. Genau, danke, Morphle. Viel Glück. Wir sind endlich beim Eiswagen. Ciao, ragazzi. Welche Sorte wollt ihr denn heute? Ich glaube, ich möchte... Mila, Morphle, das seid ihr ja. Telefox hat die Haustiergrippe und muss sofort ins Krankenhaus. Könnt ihr uns fahren? Aber, okay. Oh, wir holen uns danach Eis. Versprochen. Okay, los geht's. Okay, bis ganz bald. Hä? Warum hast du uns hierher gebracht, Morphle? Ist das Krankenhaus umgezogen? Morphle nicht hergefahren. Das muss heißen, dass Telefox uns hierhin teleportiert hat, als er genießt hat. Ah, das muss wegen der magischen Haustiergrippe sein. Tut mir leid, Morphle. Ist okay. Oh, okay. Wir müssen sofort ins Krankenhaus fahren. Morphle, verwandle dich in einen fliegenden Bus. Telefox muss sich an einen heißen Ort gewünscht haben. Aber nicht in ein Krankenhaus. Hier gibt es definitiv kein Krankenhaus. Ich habe noch nie von einem Unterwasserkrankenhaus gehört. Hier ist kein Krankenhaus. Aber der Baum, der die flauschigen Früchte trägt, wächst im Dschungel. Und die flauschigen Früchte heilen ja die magische Haustiergrippe. Ich glaube, ich sehe sie. Wow, das ist Papa Dschungel. Und Dr. Abraham. Dr. Abraham ist im Dschungel? Hallo ihr. Kann ich euch behilflich sein? Telefox hat die magische Haustiergrippe und braucht flauschige Früchte, um gesund zu werden. Ich glaube, Papa Dschungel kann da helfen, nicht wahr? Ich glaube,
Telefox geht es schon viel besser. Wir hatten echt Glück, dich hier im Dschungel zu finden, Dr. Abraham. Dschungel? Das ist der Dschungel von Papa Dschungel, direkt hinterm Krankenhaus. Du hast uns also doch zum Krankenhaus gebracht, Telefox. Aber sie waren doch hier. Keine Sorge, Kinder. Ich bringe euch euer Eis. Muffel, verwandle dich in eine Schildkröte. Schildkröte! Hi, Schildkröte. Hey, Mila und Morphel, ein Motorbootrennen fängt gleich an. Wollt ihr mitmachen? Ja! Klar! Morphel, verwandle dich in ein Motorboot. Und alle sind da. Okay, das Rennen beginnt in 3, 2, 1. Los! Hilfe! Wir müssen ihm helfen, Morphel. Danke. Helfen wir ihm von den Felsen runter, Muffel. Danke, großes, lebendiges Boot. Aliens! Aliens! Wo kam das denn her? Morphel Schiff! Warum hast du den Bootfahrer hochgebeamt? Welchen Fahrer? Ich habe nur eine Wolke für meinen Planeten hochgebeamt. Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Du solltest in Zukunft echt vorsichtiger sein. Das werde ich. Danke. Wir haben dich fast, Schildkröte. Wir müssen ihr helfen, Morphel. Morphel, Hilfe! Und wir haben einen Gewinner. Es tut mir leid, große rote Schildkröte. Morphel nicht Wettrennen gewonnen, aber Freund dazu gewonnen.